Ich will nichts mehr darüber sagen. Du da. Fängst doch mal damit an. Was? Du fängst doch immer damit an. Oh, ich hab mal nicht Donkey Kong als Zufallcharakter. Ja, warum nimmst du auch immer Zufall? Weil ich nicht weiß, was ich spielen soll. Das ist einfach irgendwo in einem Shit spiele. Also hast du gar keinen Charme, mit dem du sonst immer so spielst, oder? Früher war es mal Marv und Ike, aber Ike ist langweilig. Und ich muss eh wieder reinkommen, von daher kann ich auch mit anderen Charakteren spielen. Marv ist eine gute Idee, aber bitte nicht Ike. Also nicht Ike zu deinem Main machen. Da erntest du nur viel Spott. Ich weiß. Gegen meinen Bruder spiele ich das immer. Dem ist es egal. Guck mal meine Farbe an. Boah, du bist blau. Ich bin immun gegen Liebe, geh weg. Ich bin ein Stahl. Du bist Kirby, du bist süß. Du kannst nicht immun gegen Liebe sein. Aber gegen Bratpfanne. Das ist so ein bisschen lächerlich, dass du mit dem Stein... Weißt du, gegen die anderen Sachen okay, aber nicht gegen die Bratpfanne. Dagegen dürftest du nicht immun sein. Die ist einfach so OP. Achso, er konnte ja... Ja, wieso immer auf mich, ey? Guck mal, da ist Falco noch mit so wenig Prozent. Oh! Das war knapp, ey. Schlacks wie ein Elf. Ich bin immun gegen diese. Aber nicht gegen Golfschläger. Gegen Golfschläger ist keiner immun. Ja, ich zeig dir doch, ich bin immun gegen diese. Boah, das war knapp. Ich sollte diese... Nicht auf dieser Stage. Nicht auf dieser Stage. Ja, nur auf der Brücke von Afghanistan. Bratpfanne! Das war so retarded. Nein, das war die Bratpfanne. Au! Haha. Nein! Die Musik! Ich hab's gehört. Ich stelle mich um. Wollte doch gerade was dagegen werfen. Hey, wie kannst du denn so gegen meine Taktik sein? Bratpfanne! Oh! Laser! Oh mein Gott! Hammer! Ich hatte eigentlich den Tod draus. Den Tod? Guck mal, wie sie meine Bratpfanne mit dem Fuß abgewehrt hat. Das ist schon hart. Falco? Ja. Sarah? Sarah existiert nicht. Hallo? Aber es war auf jeden Fall sehr pro, muss ich schon sagen. Das habe ich nicht nochmal. Ja, Andi hat das noch nie geschafft, von daher. Ich bin jetzt auch wieder fast tot. Also, ja. Nein! So ungefähr. Ich wollte es nur demonstrieren, wie man es nicht bedeutet. Klar. Oh, der grüne Kirby sieht irgendwie aus wie ein Stück Kotze. Tja. Egal, ich sag es jetzt nicht. Da oben ist übrigens auch ein grüner Vogel, sehe ich gerade. Wir sind... Da ist ein roter Luftballon. Ja, ist okay. Willst du nicht? Ich will, wie sieht denn eigentlich gesaugte Peach aus? Du hast die Bratpfanne noch bekommen. Ja, hat er doch jetzt gerade. Ja, ich weiß. Ich hab's doch gesehen. Ich nehm dich hoch und dann hau ich dir ins Gesicht. Das kann ich nicht, oder was? So ein Bitch-Fight gerade. Ich bin eine bessere Queen. Ja, allerdings. Ein Kotzgrün. Also ich mag grün, aber Kirby grün. Nein!
Musik verwirrt. Klar, natürlich. Nein! Cheater. In your face. Mit der Macht der Liebe. Sagt die sich zweimal getötet hat. Halt die Klappe. Nichts da Macht der Liebe. Du hast nicht die grüne Peach. So. Eigentlich könnte Peach auch der pinke Power Ranger sein, oder? Das ist nicht so Nein, könnte sie nicht. Okay. Ach du meine Güte, was soll ich denn mit dem? Ihn spielen? Ja, versuchen. Hast du Pit? Nee. Okay. Ich hab Sonic. In grün? Nee, in blau. Du musst eh verlieren. Also blauer Sonic mit roten Schuhen, normalen Schuhen. Nein, der ist rot. Bei Patrick ist der dann rot. Ist egal, was für eine Farbe er hat. Es zählen nur die Schuhe. Die Schuhe machen den ganzen Sonic rot. Ja, Kleider machen Leute, ne? Ich habe einen neuen Mantel. Nein, schon wieder Pokémon. Boah, mega lag. Slowdown. Schlauder. Ich hab keinen Plan. Übrigens, das ist gerade wieder sehr tolle Stage für mich. Tja, ich hab sie nicht ausgesucht. Das Problem ist, ich glaube, ich hab sie selber ausgesucht. Warum? Ich hab über die letzte Station gehört. Ich gehe mal auf Zufall. Hat der Zepfem. Jetzt dreh ich dich dafür. Oh. Hihi, ich bin nicht im Führer. Niemand tritt ein Pikachu. Ja, doch, ich bin im Führer. Doch, ich drehte ein Pikachu. Guck. Und ein Pummelhof. Ja, das Pummelhof kannst du ruhig treten, dann mach ich das Pikachu. Hey, ich stell für euch ein und nimm Edding. Du hast gar keinen. Das glaubst du doch. Du müsstest aber echt, das müsste echt diese Attacke geben, dass du so ein Edding hast. Also bei Smash Bros. Pummelhof sollte vielleicht mal eine sinnvolle Attacke haben, dann wär's schon mal toll. Autsch. Ich kann mich auch rollen. Tja, bin ich total weh. Ich mach bunte Farben dabei. Da habe ich das Pummelhof gar nicht kommen sehen. Kann ich auch. Ich habe Pummelhof auch nicht kommen sehen. Andi einfach. Das ist schlimm. Nee, das ist Pummelhof. Beides. Ich glaube, das ist Spaß. Wieso ist deine Rollattacke stärker als meine, Ja, weil ich Pummelhof bin. Pummelhof ist scheiße, deswegen dürfen die Attacken grün. Ah. Wieso hat das ist meine Attacke? Boah, natürlich fall ich zu. Oh, fuck! Hast du gesehen, wie ich noch reingekommen bin, like a boss? Ah. Im Gegensatz zu dir vor, der unten runtergeflogen ist. Aber darüber reden wir ja nicht. Was? Voll Cheater. Oh. Ich steh wieder voll in der Mitte. Ha! Ah! Danke. Nein! Nicht heute! Was denn? Ich bin voll noch reingekommen, Cheater. Ich schlafe, hallo. Oh, wie ich deinen Platz eingenommen habe, weißt du, das ist schlimm. Ja, du wolltest auch mal einschlafen. Du musst immer kleine Pummelhof schlagen. Ja, du hast angefangen. Was, kleine Pummelhof zu schlagen? Ja. Geht gar nicht, das finde ich ein kleines Pummelhof. Egal, du kommst aus einer Großfamilie. Nein, komm ich nicht. Und in dieser Familie gab es mehrere Pummelhofs, die vor dir, die nach dir geboren wurden. Und Nein. Du hast sie immer geschlagen und drangsaliert. Deine Brüder. Du bist eine A-Taste. Deswegen stirbst du jetzt. Ich bin die Rache deiner Brüder. Achso, ich dachte wegen der A-Taste. Das ist aber auch sehr hart.
Roll dir einfach ins Gesicht. Ich spiel hier echt. Brawl? Was? Achso, mit dem Controller. Welchen? Ein Gamecube-Controller. Was war das denn? Ein Angriff. Oh bitte, es sollte einer sterben. Ups. Nie. Na toll. Ich war so lange ausgehalten, ja. Wieso, war doch okay. Ab Pummel los. Pummel hat. Ich glaube, das lag daran, dass du den Hut nicht aufhattest, Anne. Ja, aber ich muss ja die grüne Farbe nehmen wegen dir. Warum wegen mir? Dich abzufacken. Ach so, nein, ich finde ja nur, dass es scheiße aussieht, aber das musst du ja selber wissen. Hat's geklappt? Bist du Bowser? Ich wollte gerade sagen Bowser, ja. Das hört sich stark nach Bowser an. Und hast du zwei von nach links schon. Oh, das ist die perfekte Stage. No. Ich kann das gar nicht. Aber Pokémon Musik. Bah! Du stehst halt gerade echt unpraktisch da. Denkst du, das kann ich nicht, hä? Huh? Ich weiß nicht. Ich verstehe den Charakter nicht. Ich habe ihn echt noch nie verstanden. Ah, du hast voll einfach. Voll doof. Ist aber nicht sehr ladylike. Ich bin Wario, gerade. Egal. Ja. Das war jetzt voll gefailt. Das ist für mich gerade wie so ein Running Gag in irgendeinem Film, weißt du? Ich komm da einfach irgendwie ins Bild geflogen. Danke. Das ist jetzt echt ein Bitchfight. Ja, zweimal dasselbe. Ja. Nur einmal die Lame und einmal die Team Flip. Ich muss mich anders hinsetzen. Aber worum es geht, zweimal die mit den Brüsten. Männer. Nein, Männer haben keine Brüste. Andi. Ich habe auch keine Brüste. Wie weiß? Tja, Internet. Hast du welche gekauft bei Amazon? Ja. Das musst du mal googeln. Zwei sogar. Ich habe nichts mit dieser Diskussion zu tun. Ja, du willst es nur verleugnen. Aua. Nein! Deswegen muss man mich noch lange nicht mit dem Motorrad ins Gesicht fahren. Es gibt noch blaue Flecken. Wow. Nein, kaum. Solange es blaue Flecken gibt. Das gibt auch blaue Flecken. Ja. Tut mir leid. Patrick, wenn du stirbst, es gibt auch blaue Flecken. Also stirbt. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob ich dann endgültig tot bin, so wie eben. Da warst du auch nicht endgültig tot. Nee, nur Sarah war endgültig tot, du nicht, obwohl du in den Abgrund gefallen bist. In denselben Abgrund. Ich habe das Gefühl, dass gleich jemand den kurz. Nee. Hm? Wenn du so leuchtest, so gelb, dann kannst du übrigens. Genau. Das heißt nicht, dass du das bei mir anwenden musst. Aber warum denn nicht?
Da will ich hilfsbereit sein und dann kriege ich auch noch den Furz ins Gesicht. Das ist so eine Lektion fürs Leben, weißt du? Wenn man hilfreich ist, dann kriegt man Gase. Ein Furz ins Gesicht. Ja. Das wird niemals hilfreich sein. Ich hab grad so drauf geachtet, wer das gibt da nach, Leute! Du stehst du da mit? Da will ich gar nicht stehen, aber. Ja, wenn du mich isst, ist es besser, oder was? Ja, Patrick, du kriegst nur Gase ins Gesicht. An dir wird gegessen. Ja, ich weiß gerade nicht, was besser ist. Ich würde die Gase ins Gesicht empfehlen. Das Problem ist, wenn Andi gegessen wird, dann wird er selber zum Gas, was mir dann ins Gesicht. Egal. Lassen wir das. kalt auch, heute. Weißt du, was wir auch lassen könnten? Die ganzen Projektile auf mich zu schießen. Das ist, finde ich, ist noch diskussionswürdig. Ich lauf scheiße. Mein Anzug ist nicht für diese Temperaturen, du hast ja keinen Anzug. Doch, hast du noch nicht den, denkst du, ohne Anzug ist es besser? Ja. Wie heißt der? Oh, ich hab den Namen vergessen. Oh nein, wie hieß das? Various Suit heißt der. Guck, sie sind für mich? Ja. Ich krieg einen Kick ins Gesicht. Samus! Samus! Den Zug gewonnen. Das heißt, wer zuerst rausfliegen gewinnt. Das ist mir neu. Da hab ich die ganze Zeit gewonnen. So sieht's aus. Du hast es nicht gewusst. Wah! Die rape dich noch. Pass auf. Ja, weil ich stolper. Ein Elch. Ein Elch stolper? Dieses Torrad konnte nicht lange gut gehen. Es steht dort hinten, du kannst nicht draufsteigen. So, erst google ich das mal. Doch, Mario kann auch seinen Enterhaken benutzen. Nein. Nein.